Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge von Feed the Beast mit Kai natürlich, der ist auch dabei. Nochmal bin ich wieder dabei. Aber selbstverständlich, warum frage ich überhaupt, ne? Ja, in meiner Folge, ja, wo bin ich letztes Mal stehen geblieben? Habe ich angefangen, ein bisschen unseren Keller sauber zu machen, weil es kotzt mich an, wenn ich nach Hause komme und es ist einfach so dreckig und kaputt. Das will ich jetzt erstmal ändern. Und was hast du heute für einen Auftrag, Kai? Ich werde versuchen, mich hier irgendwie aus dieser Höhle wieder rauszufinden. Beziehungsweise erstmal ein bisschen Duff mitzunehmen. Dach. Duff. Ach so. Hoffe echt, dass ich hier irgendwie wieder rausfinde irgendwann. Ja. Ich glaube schon, dass du das schaffst. Ich glaube an dich. Ja. Das finde Nicht. ich gut. Hey, witzig. Ah, Strollerl. Und warum? Weil Was er es warum? kann. Weil ich's kann. Alter, wo bin ich denn hier eigentlich? Das ist das Problem, wenn man so einfach vorrennt und stratzt und... Hier. Ah. So, ich muss echt farm, ey. Ja, ich werde gleich mit vollen Taschen nach Hause kommen. Sprich Wenn auf, ich überlebe. ja, aber Cobblestone brauche ich. Ich hab auch so viel... Okay, das ist richtig scheiße. Was? Das ist richtig scheiße. Aber was ist Scheiße? Meine Pickaxe ist gerade kaputt gegangen. Fuck, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, musst du mit der Hand Steine graben, ne? Witzig! Ein bisschen. Weiß natürlich auch. Alter, bin ich schon da oben gekommen? Oh, es ist dunkel. Nee. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Bist du da, Alter? Ist das Klo oder was? Nein. Oh. Nicht mehr runtergefallen. Oh, Alter. Hier bin ich doch nicht hergekommen, oder? Habe Der, ich es irgendwie geschafft, durch die Lava hier zu schwimmen? Du hast nicht zufällig einen Eimer dabei? Nein, Mann. Weil ich habe. Nein, aber ich sehe hier nirgendwo ein Loch in der Decke, wo ich hätte irgendwie rauskommen können. Weil ich habe ein bisschen Ideen mit Lava. Und ich möchte sie echt gerne in die Tat umsetzen. Jetzt schon, so früh. Ja. Also ich habe echt eine coole Idee. Geh mal unterwegs noch mal ein bisschen Sand mitbringen, bitte. Tu mir den Gefallen. Ich muss hier erstmal aus dieser Höhle rauskommen. Wie Vorher kann ich gesagt, gar nichts machen. wenn du nach Hause kommst, lass dir Zeit. Wenn. Ich hab nämlich eine richtig coole Idee. Ich hoffe, Oh, ich habe nur eine Pickaxe, aber eine Steinpickaxe. den Tunnel, den du da hattest, brauchst du nicht. Tunnel bitte. Ja, in unserem Haus, der Tunnel. Nicht unbedingt, ne. Okay. Und den habe ich jetzt zugebaut. Achso. Nee, das war ja nur quasi mein Weg nach unten. So, ich werde jetzt eine alte Minecraft-Taktik benutzen. War das gerade nach oben bauen. Diese Taktik ist sehr gefährlich, aber auch sehr beliebt, um aus ausweglosen Situationen herauszukommen. Also ich finde, es ist gefährlicher, sich gerade nach unten zu bauen. Stimmt. In meinen Augen, also jedermanns Sache, ne? Nee, das stimmt, ist schon richtig, was du sagst, nur. Ja, wenn dann irgendwie von oben Sand und Wasser und hier und da. Vor allem, wenn jetzt gleich meine Pickaxe kaputt geht, bin ich richtig am Arsch. So. Noch eine Höhle gefunden, vielleicht kann ich den ausgeben. Alter. Ist Wasser? Nur zwei, zwei Richtiger so. Höhlenforscher gerade. Bin Du? noch für 53, was? Du bist ein Höhlenforscher? Ja, im Moment, ja. Ach so. Ich bin gerade voll der männliche Innenarchitekt hier. Würde diese Höhle jetzt super gerne erforschen, aber ich muss hier echt erstmal rauskommen. Oh, das ist Erde.
Alter, ich bin draußen. So ein Held. Bin mal gespannt, wo. Du bist der Beste. Sagst du, man kann, du weißt schon, wie du die Folge nennst und so. Indiana, weiß ich Kai, nicht. Indiana Kai. Naja, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? Alter, ich sehe deinen Namen. Hey. Ich habe unsere Höhle gefunden. Chillig. Jawohl. Die Höhle habe ich übrigens lange nicht mehr gemacht, dass ich mit zu wenig Äxten losgezogen bin. Äxten? Oder mal zu Spitzhacken? Ja, Spitzhacken, lol. Ich habe gerade ein kleines bisschen das Gefühl, dass mein Spiel mal wieder hängt. Ups. Ah, warum kommst du einfach zu mir? Boah, da. Puh, lol. Für die, die sich fragen, ja, warum haut der jetzt alles ein und baut's dann wieder hin? Weil das sozusagen gekochter Stein ist. Und ich baue lieber mit Cobblestone, weil das sieht irgendwie ein bisschen höhlenmäßiger aus, beziehungsweise so, wie soll ich das sagen? Normaler. Detailliert. Ja, detailliert einfach. So eine Steinwand, ne? Ja. Das sieht irgendwie, naja. Obwohl ich den ja eigentlich schöner finde, aber nicht so zum Häuserbauen. Das ist ja eine Höhle. Argument. Und guck mal, wenn man jetzt hier guckt, hier habe ich ja die Wand schon mal gezogen, das sieht doch ganz gut aus. Ja, also. Ist halt eine Höhle, ne? Ja. Alles in die Kiste ballern, was ich nicht brauche. Kiste ist voll, verdammt. Kiste ist voll? Ich noch eine bauen, ja. Da wollte ich gerade sagen, dann bauen wir noch eine. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Sagst du, das Verrückte kommt wieder durch uns durch? Ein kleines bisschen. So, direkt erstmal wieder eine Pickaxe machen. Ey, hast du Cobblestone mitgebracht? Ja, normal. Oh, Alter, du bist der Beste. Natürlich. Ich brauche nämlich ein bisschen Cobblestone. Kannst du das dann bitte auch aufsammeln, wenn ich das schon hinschmeiße? Ja. Dann schmeiß ich doch auf mich wenigstens. Alter, erwarte doch nicht, dass ich dir jetzt direkt den Hals schiebe. Doch, habe ich eigentlich erwartet. Okay, super, danke. Ah, jetzt bewegt er sich. Nein, ich war am Tisch. Richtiger Moloch. Ich war am Tisch, Mann. Verdammt. Oh, brauche ich garantiert nicht. So. Oh, lol. Was denn? Ich mag das nicht, wenn die Ecken dann, wenn ich die so bauen will und dann sind die so dunkel, weißt du? Das stimmt, ja. Siehst du, wie das aussieht, ey. Wie sieht's bei dir mit Essen aus? Ich bin versorgt. Oder brauchst du was? Nö. Hä? Nee. Okay. Ich muss allerdings mal ganz kurz Pause machen. Eine Sekunde, oder? Wieso? Nein, muss ich doch nicht. Fehler. Fehlalarm. Okay. Psychopath. Ein kleines bisschen. Aber das kennen wir ja schon. Was wollte ich jetzt? Verdammt, das habe ich jetzt verlaufen. Ey, hau auf, vor mir rumzulaufen. Ach ja. Nein, doch nicht. Ich bin voll verwirrt gerade. Ja, das merke ich gerade, dass du gar nicht mal weißt, was du überhaupt willst. Eisen. Zack, 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 zack. Ich muss mir gleich auch wieder eine neue Spitzhacke machen. Hast du schon neues Eisen zum Schmelzen hingelegt? Ich habe, glaube ich, alles, was ich habe, in den Ofen gepackt. Oha. Ist ja auch nicht gerade viel, ne? Boah, du bist gerade voll geleckt. Entschuldigung, da hat es gerade bei mir geklopft, mal wieder. Ja. Ist nicht so schlimm. Okay. Ich bin sowieso gerade dabei, hier nur ein bisschen die Wände zu machen. Ja, ich wollte gerade, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich wollte gerade eigentlich Holz suchen. Okay. Obwohl ich gar nicht weiß, wofür. Alter, jetzt weiß ich zumindest, was ich so mal machen wollte. Was denn? Ja, meine Axt, meine Hacke ist jetzt gerade in diesem Augenblick kaputt gegangen. Richtig Vorführeffekt. Okay.
Und Ja, war bei mir gerade auch so, nur dass ich halt ein bisschen in der Höhle war. bei mir leckt das Spiel gerade ein bisschen, also es hat gerade ein bisschen geleckt. Ja, du leckst gerade bei mir im Teamspeak auch ein bisschen. Ja. Aber nur ein bisschen. Okay. Was brauche ich noch? Holz brauche ich. Ich überlege, ob ich nochmal farmen gehe ein bisschen, weil irgendwie macht mir das gerade Bock. Ja, lass uns das in der nächsten Folge machen, also wir machen wir komplett Farming, okay? Okay. So, ich mach mal ein paar Stöcke. Also wollen wir jetzt echt hier erstmal bleiben, oder wie? Ja, ja. Okay. Also ich find's hier eigentlich, ich find's hier eigentlich ganz nett. Ja, also für den Anfang. Deswegen. Ah, ich versuche gerade mit Fleisch die Wand einzuhauen. Oh, Alter. Hoffe, dass man den Staubsauger gerade nicht zu laut hört. Hör ich da aber schon. Ja, das ist das Problem, wenn man keine eigene Wohnung hat und vorübergehend wieder zu Hause wohnt. Ja, das ist schon echt bitter. Ey, wie ich richtig höre, was du oben machst, ne? Ja? Ja. Wie hab ich denn jetzt? Alter, was macht denn meine Mutter da? Ey, voll geil. Ja, aber das hört man jetzt nicht. Oh, denkst du, bei mir hört man das schon? Ja, also bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Ja, ist doch egal. Oh Mann. Wer sich einfach totlacht. Ja. Das Schlimme ist, ich bin ja so ein Kellerkind, ne? Und wenn jemand dann genau über meinem Kopf in dem Zimmer gerade staubsaugt, Alter, das hört sich an, als ob jemand meine Decke mit einer Flex abschleift, ey. Das ist richtig schlimm. Also sag mal ehrlich, was machst du da? Das ist übelst laut, was du da machst. Ach, machst du einfach nur das Gras weg oder was? Bitte, was ist das? Oh, was ist da gerade passiert? Oh, Alter, du hast einen Todesleck, glaube ich, oder? Ich glaube, du hattest gerade bei mir einen Leck. Ich glaube, du bei mir. Ich glaube, wir hatten beide einen Leck. Das kann sein. Ja. Na egal. Das war's dann erstmal heute für die dritte Folge von Feed the Beast von uns. Okay. Die Zeit ist auch schon wieder abgelaufen. Arbeit ruft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr verzeiht uns den kleinen Patzer, den Kai passiert ist. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim vierten Part, denn dann gehen wir ein bisschen farmen. Jawohl. Juhu. Juhu. Alles klar, Freunde. Okay. Haut rein und habt einen schönen Tag. Jo, haut rein. Ja, ciao.